Wir waren zu 20 und haben uns bei einem heißen Sommernachmittag geschworen, dass wir die Gesellschaft für Projektmanagement aufbauen. Das war in München bei Dornier. Und in verschiedenen Ländern wurden schon Landesgesellschaften gegründet. So war es hoch an der Zeit, dass 1979 ein Verein, Gesellschaft für Projektmanagement Deutschland e.V., dann ins Leben gerufen wurde. Das lag allerdings auch daran, dass wir 1979 einen internationalen Kongress für Projektmanagement in Deutschland hatten, in Garmisch, und kurz vorher die GPM gegründet hatten, damit wir als Deutsche auch mit einer Organisation dort auftreten konnten. Und zunächst haben sich die Hochschulen dieses Themas angenommen, aber auch Firmen, die EDV-gestützte Planungssysteme entwickelt haben. Vorarbeiten und Vorinformationen gab es insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt, wo wir starke Impulse bekommen haben, im Bereich der Wehrtechnik, aber auch im Bereich des Anlagenbaus und der Infrastrukturplanung und des Infrastrukturbaus. Der größte Durchbruch aus meiner Sicht ist, dass man im Rahmen des Projektmanagements abgerückt ist von dem überzogenen Stellenwert von Techniken und Tools und dass man den Menschen respektive Mitarbeiter in die Mitte gerückt hat. Wer hätte eigentlich gedacht, zur Zeitpunkt der Gründung, dass die GPM in 40 Jahren zu einem prosperierenden Verein sich entwickelt, das ist schon beachtlich.